ist sehr unspektakulär, ist ja quasi nichts passiert. Wie nichts passiert? Es gab einen Tote. Echt? Ja. Oh. Der Tino ist wieder hier und er hat 200.000 Fälle von Corona mitgebracht. Jubiläum! Vielleicht ein. Nein, ich habe mir die Omikron noch nicht aufgesetzt. Ich bin immer noch zum Glück Corona-frei durch die Pandemie gekommen. Und aber ich war jetzt lange krank. 2 Wochen lang war ich echt an eine Suppenkelle gefesselt. Mm. Ich hatte eine Weisheitszahn-OP und war halt echt richtig kaputt. Hatte auch eine Eiterblase so hinten und konnte kaum essen und kaum sprechen. Aber jetzt bin ich wieder gesundet und bin froh, dass es raus ist. Und ich muss das nie wieder erleiden, weil alle 4 jetzt draußen sind. Ja, schön, dass du hier bist, weil wenn Herr Rodes da ist, wir machen ja immer quasi, also wir rufen ja immer das Vierte Reich aus, wenn du nicht als Gegenpol da bist. So, ja, ja, ich habe schon gemerkt. Hallo, liebe Leute, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind Eiterzahn und Blondie. Blondie, tatsächlich, ja. Ich bin der Hund von Hitler und wir begrüßen euch zu einer weiteren wundervollen Ausgabe vom Brennpunkt Internet. Wir haben so viele Themen am Start. Es ist der Wahnsinn. Es ist echt viel. Und ein Special Feature. Jules hat mal wieder so richtig den Füllfederhalter zum Qualmen gebracht und hat eine hocherotische Kurzgeschichte geschrieben über uns beide. Wir haben sie beide noch nicht gelesen oder gehört. Nur so einen ganz kurzen Ausschnitt wahrscheinlich. Ja. Und da werden wir dann auch mal reinschmökern. Es ist Teil 3 der Trilogie, der bisherigen Trilogie. Es kann auch noch eine Vorologie werden, dann eine Fünfologie. So sagt man das bestimmt. Genau, ja. Genau, heute vortragen. Alle aber ich hab mir überlegt, was heißt denn, also triell, ja, wenn das jetzt mit 4 ist, heißt es dann quadriell oder quadruell? Bestimmt. Quadroell? Oder Duell der 4. Hm. Oder so. Fioell. Wird es, glaube ich, nicht so schnell geben. Wobei, wenn. Na doch, das will ich auf Twitch machen, dieses Format, aber ich weiß nicht, wie es nennen soll. Ach so, oh. Ja, quadruell, glaube ich, oder? Würde ich jetzt mal. Ich habe halt auch gegoogelt und da bin ich immer nur bei Triell rausgekommen. Ist alles dumm. Triell plus 1. Okay, ja. Triell und Robin. Triell gegen mich, ja, doch. Hm. Triell gegen. Hm? Ja. Mal gucken. Triage, ich nenne es einfach Triage. Triage, genau. Einer von den 3 muss dann sterben am Ende. Ja. Schlag den Monster. Ja, ich habe es schon angesprochen. Wir haben einen neuen Rekord. Ich glaube. War das sogar letzte Folge, dass ich mit Herr Rodes zelebriert habe, dass wir die 100.000 Fälle geknackt haben und diese Woche können wir sagen, hey, wir haben die 200.000 Fälle in Deutschland geknackt. Ja, ich bin ja, was die Inzidenzen angeht, ein bisschen kritisch, weil man ja nie richtig weiß, wie viel wurde getestet und so weiter. Du bist jetzt auch in der Attila Hildmann-Bubble. Voll drin, ich hör's. Natürlich. Ich habe ja als Veganer angefangen, habe jetzt mit Kochen angefangen, jetzt bin ich auch ein Reisburger geworden. Das ist ein slippery slope, es geht ganz schnell. Nein, nein, also es ist schon richtig, dass man so guckt, wie die Inzidenzen sind, aber viel wichtiger ist die Hospitalisierungsrate auch. Ja, ja, so. Und das ist richtig. Und die schwankt gar nicht so krass. Also manchmal schon, manchmal hast du irgendwie 0 Betten in Weimar frei, manchmal hast du auch irgendwie 15 frei. Das manchmal gibt es nicht mal ein Bett im Kornfeld. Manchmal nicht mal das, ja. Ja. Deswegen weiß ich immer nicht genau. Man müsste halt so ein Mittel finden. Ob es es gibt, weiß ich gar nicht. Zu gucken, wie viele Tests es gab und wie es die Inzidenz anhand dessen zu betrachten, was es so in Relation zu setzen. Hm. Wenn du 100 Tests gemacht hast und du hast 50 positive Fälle, ist ja was anderes, als wenn du 1000 Mal getestet hast und 50 positive Fälle hast. So. Okay, Mr. Trump. Weiß ich halt nicht. Nee, es ist ja so, also es ist ja, es ist, glaube ich, für VerschwörungstheoretikerInnen viel zu kompliziert, was ich gerade gesagt habe, dass man das in Relation setzen muss. So. Also unser ganzer Podcast ist zu kompliziert für die. Ja, ist alles so. Ist relativ hier. Ja, also klar, es ist ja jetzt gerade ein bisschen schwierig oder beziehungsweise gar nicht schwierig, sondern ein bisschen. Ja, wir haben ja jetzt die Omikron-Variante, die hier wütet, ja. Das ist ja Deutschland aktuell noch relativ entspannt dabei, obwohl es jetzt auch steil nach oben geht, außer in Thüringen. Ja, Thüringen ist mal wieder die Bastion des was auch immer und in einem Monat sieht es genau andersrum aus. Da sind wir die Hochburg. Und in Frankreich zum Beispiel war irgendwie 4.000 und in Dänemark 6.000er Inzidenz und so. Es ist halt nun mal der ansteckende Säuge jetzt und wobei es das heißt, dass halt die deutschsprachigen Länder viel weniger Geimpfte haben, ne? Dass da die Skepsis am größten ist. So eine Romantik in die alte Zeit, dass ja die deutschsprachigen noch dieses
Dritte Reich vor Augen haben, was ich gar nicht kenne. So ist das in Deutschland. Genau. Ja, so kenne ich das auch. Wir haben diese Romantik, wir können einfach nicht loslassen. Also. Nee, also diese Skepsis von der Wissenschaft, weißt du, die ist noch so ein bisschen verankert. Stand zumindest du meinst, hätte Dr. Mengele die Impfung gebracht, dann hätten wir sie genommen. Wahrscheinlich, oder was? Ja. Mhm. Nicht BioNTech, sondern Mengelentech oder so. Wir würden alle aufspringen und sagen, man müsste es umgedreht machen. Man müsste behaupten, dass Impfungen verboten sind. Dann rennen sie alle ins Krankenhaus oder auf den Schwarzmarkt und holen sich eine Impfung. Ich habe ja sehr früh gesagt, einfach sagen, hey, wenn ihr euch nicht reinimpft, das kriegen die ganzen Ausländer. Und dann kommen die ganzen Sachsen aber an und sagen, hier rein. Ist so. In Afrika ist ja auch die Impfquote sehr gering, weil die halt keine Impfungen haben. Hm. Oder ganz wenige zumindest. Das ist echt ein Problem. Und es gibt auch einen neuen Corona-Fall. Sarah Wagenknecht hat es erwischt, die auch ungeimpft ist. Ein Jammer, nein. Ein Jammer, Jammer. Und mal gucken, wie sie darauf abwehrt, wie sie darauf reagiert. Jedenfalls war das eine große Meldung, die Impfgegnerin, bla bla bla, ist infiziert. Ja, wer auch infiziert ist, ist die Kirche mit Homosexualität. Nee, achso, stimmt, das gab's ja auch noch, ein Massenouting. Ne? Ein Massenouting in Form eines Hashtags, Hashtag out in church. Ich fände es besser, wenn es heißen würde out of church. Ja. Das fände ich irgendwie ein bisschen geiler. Das ist der nächste Schritt. Ja, und da haben sich ganze 125 Leute geoutet in einem großen Event und haben gesagt, hier, gucke mal, gibt's auch. I'm gay. Und der Papst auch wieder hier, hey. Auch ne? Der ganz vorne, I'm gay. Ja. Er hat vergessen, dass er schwul ist. Ja. Nee, der hat irgendwie gesagt, ey Eltern, wenn eure Kinder homosexuell sind, dann abandet die mal nicht hier. Wie sagt man, verlasst die mal nicht oder so. Irgend so ein Scheiß. Damit sie nicht noch schwuler werden, weißt du? Ja, es gab auch so dieses Massenouting gab es eben, weil man gemerkt hat, dass die Kirche oder die katholische Kirche sehr hinterher ist und Leute kündigt, wenn sie homosexuell sind, wenn sie an katholischen Schulen arbeiten oder katholischen Krankenhäusern, musst du eben heterosexuell sein und auch nicht geschieden teilweise. Und deswegen haben die jetzt endlich mal gesagt, stopp, wir brauchen jetzt mal eine Reformation 2.0, 3.5, keine Ahnung, wie viele Reformationen es schon gab. Und jetzt müssen wir mal was machen. Wir zeigen jetzt, indem wir uns outen, wir sind sichtbar, uns gibt es in der katholischen Kirche und tut was, so, um Druck auszuüben. Tut was, damit das nicht mehr so ist. Weil ja auch, genau, weil ja auch die Kirchenaustritte rasant nach oben gehen, so, und die Kirche muss was tun, obwohl ich eben denke... Jetzt radikaler Imagewechsel, hey, wir sind voll homo und dann kommen die ganzen Schwulen und Lesben. Wird auch nicht passieren, also ich glaube... So retten wir das Schiff. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Kirche... Die ist nicht mehr zu retten. Also es ist halt die so muss man mal im Dorf lassen. Es ist ein altes Konzept so und ich glaube, das ist eher am absteigenden Ast. Das ist nochmal so eine letzte Bastion von wegen hier, uns habt ihr auch diskriminiert, macht ihr immer noch, wir haben die Schnauze bald voll, wenn ihr nichts macht, gehen wir raus und die machen wahrscheinlich auch gar nichts und dann treten die auch alle aus. Und dann war es das mit der katholischen Kirche. Dann kommen sie ins Museum und dann gibt es das katholische Museum für Frühgeschichte, wo dann so Kinder ausgestellt sind. Da mache ich einen Kindersekt auf, wenn das soweit ist. Kindersekt. Ja. Ein Kindersekt, dann kommt wahrscheinlich die nächste Scheiße. Ich habe mir, passend dazu, ich habe mir angeschaut, im Dritten Reich, ja, gab es ja den Film hier, Triumph des Willens. Und haben mir so ein Video angeschaut, wie da genau auseinandergenommen wird, so Propaganda und so. Und da wird halt auch gesagt, dass auch die Kirche ja eigentlich nicht verwendet wurde, weil das alles Christen waren, sondern... weil da so viel vorher schon reininterpretiert wird, weißt du? Also, wenn du, das ist ja jetzt auch ganz groß, also in Deutschland weniger, aber in Amerika zum Beispiel, ne? Besonders halt auch bei den Republikanern, so dieses hier Kirche, das ist halt schon, da gehen ja Leute mit einer gewissen Vorbelastung, möchte ich es fast nennen, rein, wenn die sagen, okay, die sind jetzt hier alle voll Bibelfirm, weil deine eigene Interpretation, deine eigenen Emotionen, die du damit verbindest, projizierst du dann darauf, ohne dass sie das überhaupt vertreten. Und das ist halt das Mächtige daran. Ach so, ja, also ich muss sagen, ich kenne mich in der katholischen Kirche eh weniger aus, weil ich ja evangelisch getauft war früher und war auch manchmal zu irgendwelchen Christenstunden gewesen und da war das Klima natürlich ein ganz anderes, ja, also auch unsere Pfarrerin in unserem Dorf war aufgeschlossen und es war auch so Zeit, hat Scooter gehört auf Messe hat Scooter gehört, ja, how much ist Kollekte und so und es war echt so auch, dass es oder als ich noch studiert habe, war ich ja bei einem Theaterprojekt dabei, weil so ein Schauspieler krank geworden ist und durfte ich einspringen und ich war der einzige Atheist oder Agnostiker dort und die hatten da echt auch so Flüchtlingskampagnen so irgendwie
bin in Syrien. Genau, in Syrien so. Ja, also die kamen halt so irgendwie an mit da sind Fluchtursachen und deswegen kommen die Menschen her und hier, wir spenden an die und wir nehmen sie auch auf und so weiter. Und es gab sogar Regenbogensticker von der Kirche dort und so. Und die waren eben ganz, ganz anders drauf. Hm. Und wir hatten auch in der Gruppe homosexuelle und bisexuelle Menschen und mich ja inbegriffen so. Und das war nie ein Problem. Und auch da wurde tatsächlich auch diskutiert über die Ansichten, wie ihr Gott so aussieht und was das bedeutet, die diskutieren viel mehr. Hm. Und ich glaube, wie ich es mitbekommen habe, in der katholischen Kirche ist es eher so von oben herab, das steht drin, so ist es. Wer das nicht glaubt, kommt in die Hölle. Und das ist eben, das hieß halt, dass die Reformation so ein bisschen nicht so tief gegriffen hat wie in der evangelischen Kirche. Hm. Was ja auch klar ist, weil daher kam das ja auch. Tief gegriffen haben nur die Priester in die Kinder rein. In die Kinder rein, das war ja das nächste Thema. Und dass auch der Papst wohl ihm wurde wohl vorgeworfen, er wusste sehr vieles und Vorfälle hat geschwiegen. Und dann wurde auch von einer gewissen Konferenz gesprochen, wo das auch ein großes Thema war, was aber schon ewig her ist. Wannsee-Konferenz. Genau, die war von, das war kurz nach Nürnberger Prozessen. Ja. Und da hat er dann behauptet, er war da gar nicht da, er hat keine Ahnung. Aber jetzt hat er gemerkt, jetzt fällt es mir wieder ein, ich war doch da und habe auch Kinder gefickt. Diese senilen, armen Menschen, das ist halt das Problem, wenn wir 80-jährige Leute ins Amt wählen andauernd. Ja, und er meinte, ich war doch da, ich habe es doch mitbekommen, ich bin eben schon alt, bla bla bla. Mhm. Und er hat, was viele vermuten, er hat halt klar gelogen, hat eben gewusst, er war da, aber wollte halt es von sich schieben und hat das Gebot gebrochen, ja, man darf nicht lügen. Von nicht Kinder ficken, steht nichts drin. Das stimmt. So ein kleines Loophole. Ja, das ist eine Grauzone. Sagt er auch dann zum kleinen Boy, zeig mal dein kleines Loophole. Oh. Egal. Ähnliches Thema, es gab ein Rocket Beans TV League. Überleitung aus der Hölle. Rocket Beans TV kennst du doch, oder? Also dadurch, du kennst ja eh nur dadurch, dass ich hier auf der Gamescom immer mit den Schabernack getrieben habe. Wie das halt so ist bei professionellen Streamern, es kommt in den besten Familien vor, man beendet den Stream, ohne ihn zu beenden. Ja. Ja. Besonders wenn man zum Beispiel Host macht statt Raid, weil dann schickt man ja die Zuschauer nicht rüber. Ich glaube, so könnte es auch passiert sein. Ah ja. Stimmt, Host oder, ist ja, dass wenn du offline bist, dann wird das halt quasi auf deinem Kanal gezeigt. Oder halt, es wurde geraidet, das sieht man da nicht, das kann ich nicht sagen. Es wurde geraidet, aber der Stream nicht ausgemacht und dann nach einer Zeit steht dann halt wieder der in der Liste drin, ist noch online. So, und da wurde sich dann 7 Minuten unterhalten. Und da wurden halt auch ein paar, also erstmal werden da im Hintergrund Joints gedreht, das ist schon mal das Erste, aber ja, gut, das will man jetzt nicht verurteilen, aber es ist halt witzig, so kaum ist der Stream aus, erstmal hier, ne, ist schon witzig. Dann gab es aber noch so Gespräche über, ja, wir müssten eigentlich mal hier endlich unsere nächste Bonuszahlung kriegen, ja, der Budi, der will 20%, aber eigentlich, also 30 mindestens, ne, ich bin eher bei 40, so. Ja, also so hast du schon ernst gemeint. Ja, ja, also die Gesellschaft, ist echt faszinierend, wie der Chat so sagt, ja, die trollen doch, aber es ist schon offensichtlich, dass es nicht getrollt ist. Es wurde ja auch hinterher dann so behandelt, als wäre es halt ein Versehen gewesen. Ja. Und dann halt auch, es wurden auch die ein oder anderen unsympathischen Aussagen dann getroffen, so auch in einem Ton, wo man sagt, nicht so geil wie zum Beispiel, ja, und ich gebe erst Ruhe, wenn ich Millionär bin, so. Und ja, also das lohnt sich nicht, 5 Stunden Stream für 5 neue Abos, das lohnt sich halt einfach nicht. So, ist halt ein bisschen schwierig, aber ich muss auch sagen, es ist jetzt nicht ganz so krass, wie es von vieler Seite dann doch aufgebauscht wurde. Wir reden aber ja auch so halt, nach dem Podcast, wir haben halt das Glück, dass wir abschalten können und es nicht live ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich höre auch erst auf, wenn es 1 Million Ausgaben gibt. Naja, und dann ganz am Ende ging es noch um eine neue Kryptowährung, Sativar oder Centivate heißt das. Sativar, wieder was anderes. Sunnyfair, genau. Centivate, wo sie irgendwie auch ganz viel Werbung für gemacht haben und die Währung steigt halt nicht und die cashen nicht aus und so. Also es ist alles sehr geschäftlich, ne? Ja. Viel auf Geld aus. Ja. Das ist halt eher so das, was ich am traurigsten an dem Ganzen finde, dass sie halt so, es geht auch um andere Themen, aber kaum ist der Stream aus, geht es halt irgendwie um Geld und Business und so und das sind ja eigentlich irgendwie Homies, dachte ich so. Und ich glaube, das ist da so ein bisschen vielleicht etwas verloren gegangen.
Und der ist dann nur reingekommen, weil er halt Weed will. Achso. Oder es war halt irgendwie gerade so eine Situation, weißt du, nach dem Stream bist du ja eh gerade noch geschäftlich da irgendwie, dann sprichst du nochmal über das Geschäft. Mhm. Und danach, nach der Fluppe, so nach dem Joint, dann ja. wird dann Quatsch gemacht und masturbiert gemeinsam. Genau, das wäre richtig witzig gewesen. Das gab es auch schon oft, ne? Also ich habe mal so eine Liste, so einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Blog das war, von irgendwelchen Fails nach Livestream, sagen wir einige, die dann irgendwie danach Sex hatten und masturbiert haben, kurz nachdem sie gestreamt haben. Und lustigerweise hat Twitch es erst offline genommen, wenn die fertig waren mit Sex oder mit Masturbieren. So. Ja, das ist ja auch einfach geworden. Den Zuschauern gegenüber fair. Ja, klar. Also es ist schon heftig irgendwie. Also wenn dir das mal passiert, so, das ist dann, Ja. Weil also wenn ich gestreamt habe oder ich habe irgendwie Zoom-Konferenzen gehabt, mache ich die Kamera immer aus. Also richtig rausziehen und so. Und beim Laptop halt zukleben, wenn ich keinen Bock habe, dass irgendwas in der Richtung passieren könnte. Wenn die mich jetzt hören würden, ja, irgendwie wie ich irgendwas, weiß nicht, wie ich Sex habe, wie ich was ich tue. Okay, aber das muss man nicht unbedingt sehen. Das ist nichts für die Öffentlichkeit. Da werden alle nur neidisch. Oder wie du singst. Oder wie ich singe. Das will ja auch keiner hören. Nee, eben. Keine Frage. Ja, also ich habe meine eine Kamera, da klebe ich auch was ab. Nicht jetzt unbedingt wegen NSA, sondern schon deswegen. Ach, NSA, weil, sie juckt mich ja nicht, weil es ist ja nicht öffentlich. Wenn da so ein Otto da aus den USA guckt, wie ich mich ja runterhole, wenn meine Güte, wenn er Spaß dran hat. Ja. Ja, am Anfang von meinen Streams war ich da auch ultra paranoid irgendwie. Also, dass ich da... Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich hier dann ganz schlimme Dinge tue oder so, aber alleine halt... Weil es halt einfach wack ist so, weißt du? Ja. Das ist halt total wack. Und ich glaube, das ist für die jetzt auch gerade das schlimmste Ding. Es gibt dann so ganz am Ende so diese witzige Szene, wie einer reinkommt, der Prakti oder so, und sagt, ey, ihr seid noch live. Und dann guckt halt Etienne, ja, der da auch mit dabei war, guckt so in die Kamera wie so ein Reh halt echt. Es geht so, schnellt der Kopf so rüber. Das ist schon sehr witzig. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn deine Kamera anbleiben würde nach dem Stream? Was könnten die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, was sie nicht sehen sollen? Langeweile, dass ich eigentlich so ein richtiger Gammler bin. Dass ich dann da so da sitze, fresse, Sapper aus dem Mund, nee, keine Ahnung, also. So eine Hähnchenkeule erstmal rausholst und eine Fluppe und ein Bier. Ja. Ja, stimmt. Das wäre tragisch, wenn mein großartiges aufgebautes Image vom Vegetarier, der kein Alkohol trinkt, wenn das zerbricht, oh Gott. Wenn du erstmal deine Katzenmaske abnimmst und dann kommt so ein ganz langes Haar, volles Haar. Das würde nicht gut gehen. Ja, was auch nicht gut geht, wenn wir eh gerade bei NFT sind, ist dieses ganze, also... NFT. Achso, ja, dieses, ja. Bei Krypto. Der Quatsch. Ja. Ich wollte es nur kurz mal anmerken, weil das war für mich, also das war so ein Jaw-Dropper. Paris Hilton bei Jimmy, ich verwechsel die immer. Jimmy Fallon? Jimmy oder? Fallon wird's, der immer so künstlich lacht. Machen doch alle. Nee, also Jimmy Kimmel ist da ein bisschen... weniger, glaube ich. Und den finde ich auch ein bisschen sympathischer, weil ich habe auch damals so ein Video von ihm gesehen bei diesem Las Vegas-Shooting. Das war sehr, sehr menschlich. Als er geweint hatte. Genau. Das haben ihm auch viele vorgeworfen. Das wären Krokodilstränen und so. Ja? Und, ja, nee, ja, ich fand das irgendwie sehr authentisch. Keine Ahnung. Ja, also. Ich weiß nicht. Also ich fand es irgendwie cool, dass er ernst wurde. Ich fand dieses Weinen wirkt auf mich auch ein bisschen, naja, komm, es ist jetzt ein bisschen dicke. So, aber ja, aber ich glaube nicht, dass man das plant. Also ich glaube nicht, dass der an, ja, also für Leute wie mich ist das dann irgendwie ein Bonus, aber ich glaube, für die gesamte Bevölkerung, die denken dann eher, guck doch mal hier die Lusche oder Holstein rein. Ich kann mir schon vorstellen, also aus PR-Gründen glaube ich nicht, dass er das strategisch als besser erachtet, da zu heulen. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht schon, eben, dass Leute sagen, wie du gerade eben, es ist menschlicher, sympathischer. Ja, aber ich bin ja auch einer der wenigen guten Menschen. Ach so, ja, nee, hallo. Also die ganzen Rednecks, na gut, die gucken vielleicht seine Sendung nicht, aber die denken dann, die Lusche, Alter, da nimmt man das M16 und ballert rein und heult nicht. So, keine Ahnung. Aber ja, gut, dann bin ich vielleicht auch einer Arglist anheimgefallen, wenn das nicht echt war. Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe auch nur in den Kommis gelesen, so in den Kommentaren. Ich habe ja auch gesehen, das Video, und viele meinten, ja, Krokodilstränen und so weiter. Und da kam ich erstmal drauf, stimmt, kann ja auch das gewesen sein, weil ich habe es auch nicht so gesehen erstmal. Ja. Naja, auf jeden Fall der andere, der immer nur dumm lacht und dann seinen Tisch so zerkloppt. Da gibt es auch so geile Compilations. Jedes Mal, wenn er lacht, scheppert er mit seiner Scheißhand auf den Tisch drauf. Das wäre richtig gut, wenn wir das hier machen würden. Sorry. Und der hatte Paris Hilton zu Gast.
die ja eh schon vor 3 Wochen aufgefallen ist, weil die ein scheiß Roblox-Konzert gegeben hat. Und jetzt ist ein sie... Ein Roblox-Konzert, also in dem Spiel hat sie gesungen. Nee, sie singt halt nicht. Also die hat da DJing gemacht. Ach so. Richtig schlecht. Also ich glaube nach wie vor, dass da wurde einfach eine Playlist abgespielt und fertig. Wahrscheinlich, ja. Und die war zu Gast. Die wurde jetzt wohl laut Forbes Magazin, was auch immer, zu den 50 wichtigsten NFT-Influencern auserkoren. Wow, Glückwunsch. Ja, ob man das jetzt nun gut findet, ist die andere Frage. Und die haben halt so ein richtig schlecht, also richtig, richtig beschissen gestelltes Segment gemacht über, oh ja, und du hast ja jetzt auch so ein Affenbild gekauft und so. Hm. Oh ja, und ich finde, oh, ich bin so begeistert. Mm, ja, und oh, das ist so scheiße gewesen. Und das ich habe einfach mehrere davon diese Woche. Bei Dr. Phil war das dann auch. Das ist dieser komische, der ist kein Doktor, das ist einfach nur da, ist wie diese Talkshows, wo die Leute sich an die Gurgel gehen. Nur, dass er halt so tut, als wäre er irgendwie ein Experte in irgendwas. Ach so, okay. So, und der hat so ein Segment gemacht über irgendein scheiß mobiles Game, was auch super schlecht geschauspielt einfach ist. Und dann holen die halt hier Paris Hilton und so, holen halt ihre Bilder raus, was halt auch total retarded ist, dann einfach, ja, wir machen ja digitale Kunst, aber guck mal, wir haben sie ausgedruckt, ja. Im Bilderrahmen und so, Gold. Ja, es ist, also das ist, zum einen sieht es halt scheiße aus, zum anderen ist es halt so offensichtlich, dass die da nicht wirklich dahinter stehen, sondern da im Hintergrund Geld geflossen ist dafür. Mhm. Das ist so schlecht alles. Und ja, also von mir aus sollen sie machen, sollen auch Leute gerne ihr letztes Hemd da reinstecken, in der Hoffnung, eine von den wenigen zu sein, die davon profitieren, weil es halt ein Nullsummenspiel so, es muss ja Verlierer geben. Und das, was ich halt gar nicht will, ist dieser Scheiß in Videogames. So, und diese Entwicklung, die macht mir richtig Sorgen. Paris Hilton soll das machen, was sie kann, nämlich singen, oh ja, und wieder Musik rausbringen, dann sind alle glücklich, glaube ich. Ja, ich denke auch. Ich hatte noch was, und zwar Anti-Work. Anti-Work habe ich ja angesprochen hier vor auch, 8 Wochen ja, oder ja, so. Großes Thema. Großer ja. Hype gewesen. Und das, da gab es jetzt den Super-GAU. Das ist nicht gut ausgegangen. Hm. Beziehungsweise vielleicht fängt es sich gerade wieder, aber ich glaube nicht. Fox News hat nämlich ein Interview mit einem der Mods gemacht. Hm. Ja. Und das lief so gar nicht. Der hat rumgemotzt. Also, es war wirklich... Also, diese Bewegung steht ja eigentlich dafür, dass man nicht von seinen Chefs so ausgebeutet wird, ja, und, ne? Und dann ist da aber eine Person, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese heißt, ist wohl auch Transgender und viele haben dann eher gesagt und so, aber das ist da eigentlich relativ irrelevant erstmal. Es ist für die Person nicht irrelevant. Ja, aber dass sie Transgender ist, ist für die Story an sich ja, irrelevant. Ja, das stimmt. So, und ja, da geht's dann halt drum, ja, ich bin halt Hundesitter, was natürlich gefundenes Fressen ist, dann, ja, haha, Hundesitter, wie scheiße, das ist nicht so wichtig, aber auf jede einzelne Frage konnte halt nicht gut geantwortet werden, es war total unvorbereitet, es war richtig scheiße und ja, und jetzt steht's halt so da, wie dieses Movement ist halt irgendwie, ja, das sind alles faule Säcke, so, was halt überhaupt nicht die Aussage ist. Und dann wurde dieses Interview aber zensiert. Also wenn man das in diesem Subreddit gepostet hat, dann wurde das da rausgenommen. Mhm. Und dann wurde das komplette Subreddit für 2 Tage geschlossen. Und dieses Movement ist quasi von heute auf morgen komplett gestoppt gewesen. Ach scheiße. Das war so richtig im Aufwind. Und einfach nur durch diesen Scheiß jetzt komplett den Drive rausgenommen. Jetzt ist das Subreddit wieder auf. Ich glaube nicht, dass es sich wieder fängt, denn jetzt kam auch noch raus, dass dieser Mod, geschlechtsneutral gesagt, der, dass die eine lange Historie von sexuellem Assault hat. Also und Sexual Misconduct. Also als Täter. Ja, als Täter. Hm. So, und hat das irgendwie auch auf Facebook von sich aus gepostet, in der Hoffnung, dass was auch immer passiert. Es hat halt nochmal so richtig reingehauen. Ach scheiße, wenn es echt nur an sowas liegt. Ja, und das Problem ist halt, dass es ja eh schon so ein Klischee gibt vom
Redditor, der irgendwie, keine Ahnung, ungepflegt ist und übergewichtig und bei Mutti im Keller wohnt und so. Und mehr oder weniger wurde hier halt alles bestätigt. Mhm. Die Person hat halt in diesem Videointerview nicht mal die 2 Minuten genutzt, um irgendwie das Bett zu machen und so, was ich persönlich nicht so schlimm finde. Aber halt in so einem nationalen Interview, was irgendwie Millionen Leute sehen, ist das dann natürlich nicht so ein gutes Image. Ach, schade. So. Und da ist dann jetzt so komplett der Wind aus den Segeln genommen. Eine Kleinigkeit reicht aus, weil Hitler war ein so großer Maler, machte einen scheiß Weltkrieg, so wurde verkannt von der Welt. Das ist echt ein Jammer. Eine Kleinigkeit reicht da aus. Boah, ich bin echt gespannt. Ich lade Sonntag oder Montag ein neues Ich hasse mein Leben LP hoch, falls du das kennst. Oh ja, das habe ich geliebt, ja. Und ich finde es auch großartig, aber ich sag mal so, diesmal es wird ein Härtetest. Das ist ein Rundumschlag. Also ich sage, man kann das... Wenn man nicht komplett dumm ist oder das mit Absicht missverstehen will, versteht man alles genauso, wie es verstanden werden soll, und dann ist es auch safe so. Das ist schon kein schwarzer Humor mehr, das ist Humor ohne Licht. Ja, genau. Ja, so ein bisschen schon. Also ich würde nicht unbedingt sagen, es ist die beste Folge, aber das ist halt echt ein Rundumschlag. Und ich bin gespannt. Vielleicht hat YouTube was dagegen. Aber ich habe auch am Anfang hingeschrieben, Triggerwarnung, Satire, fickt euch alle. Also. Und Triggerwarnung auch noch. Mal gucken. Ja, es gab, wer auch ohne Licht ist im Kopf, das ist ja die AfD, wie wir wissen. Oha. Und es gab einen fliegenden Wechsel. Warte, lass mich einleiten. Es gab keine guten Meutigkeiten. Ja, es gab eine Meuterei bei der AfD. Ah, okay, gut. Ja. Deins ist besser, ich gehe. Ja, alles gut. Es gab einen fliegenden Wechsel, und zwar ist der Jörg Meuthen, der langjährige AfD-Bundessprecher, ist ausgetreten, weil die AfD nicht auf demokratischem Grundboden steht. Nein. Oh mein Gott, in der AfD gibt es Nazis. Scheiße, wer konnte das an? Er ist ausgetreten, und wer tritt ein? Erika Steinbach. Echt? Ist eingetreten. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Es war die Meldung, ich war gestern Abend noch so mit... Das ist ja Wahnsinn. So mit Mila so am Zocken. Wir gucken so aufs Handy, und dann liest Mila vor... Steinbach ist in die AfD eingetreten. Ich, ja, klar, stimmt. Und dann zeigt er mir so die Nachricht. Ich so, oh mein Gott. Das finde ich schon krass, weil sie halt immer so rumgedruckst, die Steinbach, und meinte, ja. Da würde ich niemals eintreten und so, aber das ist eine gute Fraktion im Bundestag, und jetzt ist er halt endlich drin. Also es ist schon heftig. Ja. Es wurde Zeit. Also Erika Steinbach hat sich in Schickröber so komplett selbst dekonstruiert, falls du das gesehen hast. Also das ist ganz, ganz finster. Ja. Ja. Das war eine meiner Lieblingsausgaben von Che Krömer. Ich muss sagen, ich finde Kurt Krömer in der Sendung nicht immer souverän. Ja, es gibt manchmal so Ausgaben mit Philipp Amthor, das fand ich ein bisschen lächerlich. Immer nur auf dieses, er ist ja noch ein Kind und so, haha, lustig, schon tausendmal gehört. Aber so diese, wenn er so irgendwelche Rechten drin hat, wie Petri oder Steinbach, da hängt es sich schon sehr, sehr rein. Und dann merkst du anhand der Reaktion der Gäste halt, dass sie einfach keine Aussage haben, so, dass sie sich widersprechen. Ja. Ja, gute Nachrichten, wa? Also Erika Steinbach hat ja echt viele Twitter-Follower, oder? Hat die auch so ein Real-Life-Following? Das weiß ich halt nicht. Naja, die hat ja auch schon sehr viel gemacht, war ja lange Jahre in der CDU, ist dann ausgetreten so. Und es war immer richtig lustig. Im Bundestag, wenn irgendwer eine Rede hält und so zum Rednerpult läuft, gibt es immer irgendwie Applaus. Wenn sie zum Rednerpult gelaufen ist, war es immer totenstill im Bundestag. Es war immer richtig creepy. Weißt du, die läuft hin, hält ihre Rede... Da gab es manchmal so, ja, und solche Reaktionen. Dann sagt sie vielen Dank, geht zum Platz, Totenstille. Keiner applaudiert, nicht einer so. Das war richtig heftig bei ihr. Das war so eine richtige Ausnahme, weil sie keiner leiden konnte. Apropos keiner leiden konnte. Es gab einen Amokläufer tatsächlich diese Woche. Ein Wohltäter, wie Welt geschrieben hat. Ja, das ist ja eigentlich so die Nachricht der Woche, obwohl es halt, also in Bildverhältnissen... Ist ja unspektakulär, ist ja quasi nichts passiert, aber es war an der Uni von MedEye. Wie nichts passiert, es gab einen Tote. Echt? Ja. Oh. Ich nehme das zurück, Entschuldigung. Also Grüße gehen raus an die Familie. Also es gab. Es gab eine Tote und ein paar Verletzte, ja. Ja, okay. Es war eine Frau, okay, nichts passiert, ich weiß, was du meinst. Na, Gott, Alter, nein, oh, so meinte ich das gar nicht. Ich meinte es auch im Rahmen von Amokläufen, weißt du, wenn man das hört, denkt man hier, ja, man ist halt die Zahl, man ist halt abgefahren. Ja, es tut mir leid, ich bin halt ein Assi. Weißt du, Christchurch und wie die alle heißen, so, dann kommt halt hier Heidelberg daher und dann, ja.
Und wie hat er, der hat sich Kurt Cobain, habe ich gehört, der hat eine Langwaffe verwendet, um sich selbst zu richten. Der hatte halt einen Rucksack voller Munition und Waffen gehabt. So, und hat aber, wäre witzig, wenn nur Munition drin gewesen wäre. Scheiße, aber habe ich vergessen, ich habe es gewusst. Und hat echt, also ganz kurz nur um sich geschossen und dann ist er zu Tode gekommen. Ich glaube auch durch sich selbst, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber er hätte noch viel mehr anrichten können. Aber dann ist die eine Person später gestorben, oder? Im Krankenhaus? Ich glaube schon. Das habe ich echt. Also die Meldung kam recht spät. Also als die ersten Breaking News kamen, hieß es auch noch, es gab nur Verletzte, keinen Toten. Shit. Und danach so einem halben Tag kam dann raus, doch eine junge Frau ist gestorben. Und er muss wohl vorher noch an seinen Vater geschrieben haben irgendwie per WhatsApp. Es müssen Leute büßen oder so. Ich muss sie bestrafen. Wo der Vater dann geantwortet hat, ja, wenn du ruf mich an, sonst rufe ich die Polizei. Was auch dann gemacht hat. So. Mhm. Und da gab es auch auf Facebook, ja, wo ich mich ja nur für euch in die Gefilde reinbegebe. Sehr nett. Kommentare ohne Ende. Ja, wieder so ein Ausländer, Messermann und Fachkräfte. Aber es war ein Deutscher, auch ein gebürtiger Deutscher. Und er war in der Partei Dritter Weg. Also war halt ein Fascho, so ein Faschist. Und man kennt noch nicht ganz. Danke, dass du Fascho erklärt hast. Ja, ich würde nicht, dass man denkt, das ist ja irgendwie ein Faschingsverein oder so. Ach so, ja. Und dann, wenn du hier so schwieriges Vokabular rumwirfst, dann auch für die Zuhörer einfach eben, gut. Ja. Das will ich ja auch nicht so viel voraussetzen. Und es gab halt noch keine Motive so richtig, warum es passiert ist, aber die ermitteln gerade. Weil Meuthen ausgetreten ist wahrscheinlich. Ja. Es war erst später. Ich glaube, deswegen ist er ausgetreten. Ach so. Doch, okay. wieder ein Nazi-Anschlag. Jetzt reicht's mir. So. Ja, groß, ganz groß. Also, was soll man dazu noch sagen? So ein Louis, ja? Und es war in einer Uni von wem? Mad Eye? Von Mad Eye, ja. Ah. Mhm. Und hat er was erzählt? Kannte er die Person, die da... Nee, aber ich habe dann Shit-Talk hinterher gemacht. Er hat dann irgendwie gesagt, also, es ist jetzt schon wieder dumm, das hier so auszubreiten, weil das wieder für keinen lustig ist, aber für mich ist es halt lustig. Es gibt dieses Phänomen, dass Leute zum Beispiel ganz viel nicken, um Aufmerksamkeit zu suggerieren oder halt ganz oft deinen Namen sagen, um irgendwie so manipulativ zu zeigen, ey, du magst mich jetzt voll, weil ich sag deinen Namen ganz oft und solche Moves, ja. Und dann hat er halt gesagt, oh, so einen Tag später oder so zwei Tage später gesagt, oh, jetzt beobachte ich das hier live. Da nickt wirklich einer die ganze Zeit zum Prof. Das ist so nervig und so offensichtlich. Und ich dann so, na, der ist hier traumatisiert von dem Anschlag und du disst ihn jetzt auch noch, weißt du? Ja. Nee, also dem geht's gut. Der war an dem Tag auch gar nicht in der Uni, aber... Ja, was sind das für Louis, Alter? Jetzt hast du es uns aber richtig gezeigt, so, weißt du? Was ist denn das für ein Mindset? Es ist ein Verzweiflungsakt manchmal. Also ich weiß auch nicht, also ich will die nicht in Schutz nehmen, aber meistens sind das ja schon so Leute gewesen, ich glaube auch, das war damals in Winnington so und anderen Amokläufern in Deutschland, die irgendwie was verloren haben, ja? Irgendwie haben die ihren Abschluss nicht geschafft, wurden gemobbt oder so und sind dann irgendwie freigedreht, weil sie sich rächen wollten. Und das ist schon sehr, sehr finster. Ich weiß nicht, also... Da muss schon irgendwas auch in der Persönlichkeit stecken, ja, dass du halt zu solchen harten Mitteln greifst. Ein Priester. Ein Priester vielleicht, ja. Ich weiß nicht. Also, das war jetzt so ein salopper Spruch, aber das kann ja, also, ne, ohne das jetzt verteidigen zu wollen, aber wenn irgendein Kindheitstrauma ganz tief sitzt, dann kann das ja auch sein. Wie ein Penis eines Priesters, ja. Ja, ja, also ich bin gegen Amokläufe. Das ist mein Hard Statement. Auf jeden Fall. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns als Brennpunkt Internet jetzt mal klar positionieren und sagen, hey, Amokläufe sind wir nicht unbedingt Freund von. Aber hattest du auch damals Angst zu Schulzeiten, dass was passieren könnte? Zu Schulzeiten gar nicht, nee. Ich hatte das einmal nach dem Bataclan, dass ich danach auf dem Konzert war und so ein mulmiges Gefühl hatte. Ja. Oder halt so diesen Gedanken, ey, was wäre, wenn? Was würde ich tun? Wo ist der Ausgang? Das ist ja eh immer ratsam, Leute. Guckt euch an, wo der Notausgang ist. Einfach nur, um es zu wissen. So, ja. Das muss auch nicht mit Angst verbunden sein, sondern einfach Routine. Weil wenn ein Feuer ausbricht und alle zu einem Eingang rennen und du da verstopfst und kommst nicht raus, weil die wenigsten rennen dann... Also mit unserer Reichweite werden es jetzt die meisten machen, also alle. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber die wenigsten laufen halt zum tatsächlichen Notausgang, der dann halt sehr viel sicherer ist. Ja, stimmt. Es gab ja schon so ganz große Brände in Clubs und so und das geht ultra schnell. Wenn du nicht am Feuer stirbst, dann erstickst du vorher schon an dem ganzen Rauch. Deswegen, ja, Public Service Announcement, verbrennt mal nicht, Leute, weil dann haben wir keine Zuhörer mehr. Ich war am Abend des Bataclans, war ich auch bei einer Veranstaltung beim Wrestling, glaube ich, bei WWE. Die hatten eine Deutschland-Tour gemacht und ich glaube, es war Oberhausen oder so.
Und da waren meine Eltern auch voll aufgeregt, so, haben dann auch angerufen, so, haben aber nicht gesehen, ah, es gab Anschlag in Frankreich und so, und ihr seid auch gerade unter 1000 Leuten, passt auf euch auf und so. Das war schon komisch, dann irgendwie rauszugehen und dann zu wissen, okay, woanders gab es gerade einen Anschlag, so, hätte ja genauso passieren können. So, heavy. Du kanntest da Jentrik noch nicht vielleicht oder weiß ich nicht oder noch nicht so sehr, weil das war genau an Jentriks Geburtstag beziehungsweise seine Geburtstagsfeier. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Tag Da habe ich war. ihn, glaube ich, gerade in dem Jahr kennengelernt. Und das war ganz absurd. Weißt du, wir waren da im Cascada, haben schön gefeiert und auf einmal lief da auf dem großen Fernseher so, wow, 50 Tote. Und ich so, es war ganz komisch, irgendwie ganz komische Mischung. Und dann war es dann erstmal so eine halbe Stunde auf diesen Fernseher gucken. Ja. Ich hatte das mal, dass ich bei einem Radiosender war, ich mal Gast-DJ, so, das ist schon lange her. Und da gab es irgendwie, als 5 Minuten nach Start, gab es dann so eine Meldung, dass in irgendeiner Grundschule auch ein Mass-Shooting gab. Da hat irgendwer auch irgendwie 20 Kinder erschossen, so Aber kurz vor Weihnachten. nicht hier in Deutschland, Nee, oder? nee, das war in den USA. Ja, das war Sandy Hook, glaube ich, was du Ja, meinst. das kann sein, so. Und ich war richtig depressed, so. Und musste eigentlich zu den Leuten reden, gute Laune machen. Es war halt so ein 80er-Jahre-Abend. Und ich habe dann gesagt, nach 10 Minuten, ich muss mal kurz raus, einfach. Ich finde das gerade richtig heftig. Da dann quasi der. Gehen 50 Kinder in den Kindergarten, kommen nur 20 raus. Ja. Die Stimmung gelockert. Und hat dann irgendwie, also dann habe ich dann zu einem Co-Mod gesagt, ja, mach mal kurz weiter, ich muss mal kurz rausgehen. Ja. Und kam halt nicht wieder so, weil ich bin einfach rausgegangen und dachte, nee, Du ich hast bin gerade nicht in also Stimmung blau da. gemacht. Naja, es war Richtig jetzt, asozial. es war nicht bezahlt, es war irgendwie, es war über so ein Falco-Fanclub, wo ich halt irgendwie, ja, es klingt erstmal lustig. Es ist so klar, Alter. Ja, doch, ich bin da mit 13 eingetreten, Es so. ist so gut. Ich bin Falco, Wrestling, AfD, wir haben alles alles abgehakt. drin. Schön, dass du wieder da bist. Ja, gerne. Irgendwie, ich bin da mit 14 eingetreten und war dann irgendwie mit 17 schon irgendwie da Co-Mod irgendwie von dem Club, und dann gab es halt irgendwie so eine International Radioshow, wo ich dann eingeladen worden bin. Und zwar auch über Internet, so über Laptop und mit Mikrofon Ansagen machen. Und ich habe da einfach den Laptop ausgemacht und habe dann irgendwie Fernsehen geguckt, weil ich dachte, ich kann gerade nicht. Ja. Das war, ich fand es scheiße von mir aus im Nachhinein, aber irgendwie dachte ich mir Ja, dann also auch. das ist auch eines der härtesten Sachen, also fucking Kinder, Alter. Ja. Das ist ja also so, was bist du denn für ein Untermensch, dass du nicht mal irgendwie erwachsene Menschen als Feinde auserkoren hast, sondern halt irgendwelche Kackkinder, Alter, die dir gar nichts getan haben. Und auch so feige sein, dich selbst dann noch zu erschießen, so, weißt du, ich finde das so richtig, also weiß nicht. Da muss schon echt viel im Kopf falsch laufen, auch mit chemischen Prozessen und Depressionen kann ja alles sein, aber das, da muss noch mehr dahinter stecken. Heavy, heavy. Ein Priester. Ja. Im Gott, oh besten Gott. Fall. Ja, heute haben wir einen Run. Apropos sexy kleine Dinger. Hast du den ganzen Skandal um die Änderung der M&Ms mitbekommen? Ja, durch Imp, ich hätte jetzt fast einen anderen Namen gesagt, Imp. Deswegen sage ich den nämlich nicht. Ja, glaube ich. Also auch privat. Ja, geht auch manchmal so, aber hier können wir ja auch schneiden im besten Fall, Das aber stimmt. jedenfalls Imp hat das in seiner Story gehabt, so, wir haben auch kurz, nee, wir haben nicht drüber geschrieben, es war ein anderer, den ich darüber geschrieben hatte. Und ich dachte, was ist das? Ich dachte, es wäre Satire, weißt du? Dass es darum ging, dass wohl der grüne M&M zu weiblich aussieht oder nicht weiblich genug, keine Ahnung. Und habe ich damit nicht befasst. Aber der Step geht noch weiter. Also Ich habe das keine ist mir Ahnung. eigentlich relativ egal, weil who the fuck cares, ob ein M&M sexy ist oder nicht. Ja, scheißegal. Die wurden halt jetzt irgendwie einfach etwas diverser gemacht. Wobei ich sagen muss, also ich weiß nicht, Diversität bei sowas, Repräsentation, okay von mir aus, aber Diversität an sich ist ja jetzt nicht unbedingt erstrebenswert bei allem. So, sag ich jetzt einfach mal. Also, willst du 20 verschiedene rechte Parteien im Bundestag haben? Weißt du, Diversität? Einmal schwule Rechte, dann Ja. Transrechte. Fändest du das gut, oder? Nee. Ja. Na, bei Faschos ist ja eh nicht, weil die wollen ja keine Vielfalt. Das ist ja ein Widerspruch. Na Ja. gut. Egal. Auf jeden Fall wurde es jetzt so geändert, dass das grüne Ding hat jetzt irgendwie ein bisschen weniger aufgeblasene Lippen und irgendwie
Die Absatzschuhe sind nicht mehr ganz so spitz. Es ist total absurd. Eigentlich ist gar nicht so. Ach so, weil der Rote und der Gelbe waren ja so die Galionsfiguren von M&M. Ja, die waren ja zwei dumme Männer so irgendwie. Und jetzt wollen sie halt irgendwie... Na, der Wütende und der Dumme so. Ach so, rum war es. Einer davon ist jetzt, oder eine, keine Ahnung, was auch immer, scheißegal, die ist halt jetzt so ein bisschen ängstlich und so, der, also ganz finster. Das finde ich am schlimmsten, dass die halt jetzt eins so dargestellt haben, so guck mal, die hat ganz viele psychische Probleme. Guckt mal, ihr Millennials, könnt ihr euch nicht hier identifizieren mit so in diese Richtung? Aber dann kam Tucker Carlson aus der Versenkung, auch von Fox News, und hat sich dann eine Viertelstunde darüber aufgeregt, dass die halt jetzt nicht mehr sexy sein dürfen. Erst wenn wir, was hat er gesagt? Erst wenn wir total abgeturnt sind oder so. When you're completely turned off, then they've won oder irgendwie sowas. Also was kümmert, also will der denn diese fucking M&Ms ballern oder was? Also das ist richtig absurd. Ja, vielleicht so ein King, wer weiß. Es ist halt wieder einmal Culture War, um davon abzulenken, was eigentlich wichtig wäre, halt irgendwelche Gesetze machen, die den Leuten helfen. Aber nein, wir regen uns jetzt über den Scheiß auf. Aber diesen Move hat M&M bzw. die Firma da hinten auch nur gemacht, weil sie eigentlich gerade einen fetten Lawsuit an der Backe haben, weil sie im Ausland Sklavenarbeit verwendet haben, um ihre Produkte herzustellen. Ja, das und das ist Kacke, lenkt jetzt prima davon ab. Ja, huch. Ja. Ah, also war es vielleicht ein Kalkül, dass sie so einen Skandal machen, irgendwie, um davon abzulenken. Ja. Also was jetzt einfach dieses Geschlechtsding angeht, ja, wieso kann man nicht ganz einfach, wie alle anderen auch Zeichentrickfiguren sagen, diese Personen sind ohne Geschlecht. Wieso sagt man ja einfach, dass das Rote und das eine Gelbe haben eine männliche Stimme in der Werbung, okay. Wir füllen jetzt einfach noch einen grünen M&M ein, der hat eine weibliche Stimme. Aber man muss ja jetzt kein Geschlecht haben, keine Sexualität haben. Es gibt ja 6 verschiedene oder so, aber es ist doch, also, es ist ja auch nichts Schlimmes, ein Geschlecht zu haben, Tino. Nein, aber... Ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt sich hinstellen und sagen, diese Person, es ist ein fucking M&M, Alter. Ich fand es auch spannend bei SpongeBob damals, dass sie auch gesagt haben, so, ja, ist SpongeBob eigentlich schwul, und Patrick sein Partner und so, und Thaddäus ist der homosexuell. Und da hat der Erfinder gesagt, das sind einfach Zeichentrickfiguren, die sind asexuell, die haben keine Sexualitäten, so, kommt damit klar. Ja. Und das ist eine gute Aussage, so, um zu sagen, das sind gerade keine echten Menschen. Ja, aber ich sage ja nur, dass es dann auch nicht schlimm ist, wenn es Zeichentrickfiguren gibt, die halt ein Geschlecht haben. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Also ich finde es schon gut, wenn es dann so eine gewisse Diversität gibt, so, die kann man haben. Aber ob jetzt ein grünes M&M zu weiblich ist oder zu sexy ist, oh meine Güte. Das ist halt echt so absurd, Alter. Also, wenn man sich darauf aufgeilen will, kann man sich ja selber so ein M&M gestalten und dann sagen, ich gucke mir jetzt so einen blauen M&M aus, der hat halt Titten und einen Pimmel und dann kann man damit irgendwie sich einen runterholen. Von mir aus. Hab Spaß dran. Ja. Ja, und Sklavenhaltung finde ich nicht geil. Ja, da müssen wir jetzt auch nochmal geschlossen uns dagegen stellen. Aber ich esse die auch gar nicht, die M&Ms. Ich auch nicht. Ist das nicht sogar Nestlé oder so? Würde ich denen zutrauen, ja. Ja, Schweine. Hast du gewusst, dass Eminem sich ursprünglich auch M&M nennen wollte, aber das nicht gemacht hat wegen der Firma? Ja. Wegen Marshall Mathers. Genau. Also ich bin da drin im Game. Marshall Bruce Mathers der Zweite, heißt er. Okay. Mein früherer bester Freund war Eminem, Fanatiker. Nee, Punkt, war Eminem. Genau, war Eminem. Genau, Punkt. Und der wusste das alles. Geil. Ja, bleiben wir noch ganz kurz in Amerika. Peter Doocy, auch nochmal bei Fox News angestellter Journalist, der eigentlich nur rumtrollen soll, scheißegal. Es gab den kleinen Skandal, dass Joe Biden mit einem Hot-Mic-Moment, also das Mikrofon, er wusste eigentlich, dass es an war, also so ein richtiger Hot-Mic-Moment war es nicht. Das Mikrofon war halt an und er hat geflüstert, aber man hat es gehört, wie er sagt, dass dieser Journalist, will ich ihn fast nicht nennen, ein stupid son of a bitch ist. Ich fand das einen sehr menschlichen Moment in der Karriere von Helmut Kohl, wollte ich gerade sagen. Irgendwie lag mir Helmut Kohl auf der Zunge. Ja, ja, der dünne Helmut Kohl. Ja, lebendige. Aber er hat sich halt direkt entschuldigt. Das fand ich schade. Arschloch, oh, Entschuldigung. Ja, nein, nicht so direkt, aber... es war halt eine dumme Frage. Der hat halt gefragt, ob das irgendwie was Negatives ist, wenn es jetzt Inflation gibt. Also okay. Was ist denn das auch für eine dumme Frage? Der ist kein Journalist, der irgendwie wichtige Fragen stellt. Der will halt nur trollen. So. Ist das schlimm? Egal worum es geht. Ja. Hat mir eine Frage. Ist das schlimm? Ist das schlimm für ihre nächste Wahl, wenn es gerade nicht so gut läuft? Nö, ist perfekt so. Richtig dumm, Alter. Ja, aber es geht auch eleganter. Also ich
finde, ja. Auch bei Trump war es immer ein Problem, wenn er irgendwie Leute beleidigt hat, so auf offener Bühne, da war es ja auch scheiße. Und ich finde es bei beiden auch nicht in Ordnung. Aber er könnte ja sowas sagen wie, ja, man merkt, dass sie keine Ausbildung gemacht haben. Oder man kann ja, ja sagen, wo sind sie her? Bild? Ach, alles klar, nächste Frage. Ja, ich glaube trotzdem, also seine Umfragezahlen sind gerade nicht so, ich glaube, das würde ihm eher helfen, wenn er halt in diese Richtung gehen würde. Aber er hat ja immer gesagt, oh, ich bringe hier den, was heißt immer, Decency und Decorum, also Anstand bringt er zurück, so. Und das ist halt, also, das hatten wir ja auch schon, wenn Anstand halt bedeutet, dass man nicht zu Faschisten sein muss, was halt de facto so ist in Amerika gerade, dann ist das halt scheiße. Ich bin aus Anstand Antifaschistin geworden. Das ist von Marlene Dietrich, glaube ich, wenn ich richtig liege. Ja, also es ist Anstand, wenn man gegen Faschos ist. Okay. So, meine Meinung. Und wer auch mal hätte gegen Faschos sein sollen, ist die eine vom Dschungelcamp. Hast du das mitbekommen? Nee, tut mir leid, Dschungelcamp ist nicht meins. Ich bin ein Star, holt mich heraus, ist zurück. Ja, die sind jetzt in irgendeinem Dschungel wieder verschwunden mit irgendwelchen Leuten, die mal an Promis vorbeigelaufen sind und dürfen da jetzt auftreten. Da will ich auch hin. Und würde ich dir zutrauen. Danke. Und wenn da haben zwei junge Frauen gestritten. Eine wahrscheinlich Model, eine war, weiß ich nicht, hat mal Lothar Matthäus gebumst, keine Ahnung. Und einer von den beiden ist schwarz. Oh, oh. So. Und sie haben sich halt gezofft und sie waren beide richtig eklig, drauf und zickig, bis die Weiße zur Schwarzen gesagt hat, geh doch zurück in deinen Busch. Autsch. So. Aber sie ist ja im Dschungel. Also, oder sind die gerade im Dschungel? Sind gerade doch im Dschungel, ja. Naja, also vielleicht meine sie ja den direkt naja, vor Ort. Also vielleicht war die vorher in der Hecke pissen. Das weißt du ja nicht. Es war schon aufgrund der Hautfarbe und ich finde, man kann sich anzicken, so ist ihre Freiheit, aber wenn du auf die Hautfarbe zurückgreifen muss, um jemanden zu beleidigen, ist es schon sehr, sehr armselig. Und es gab für die Frau Janina Yusefian, heißt die. Die wurde jetzt rausgeworfen aus dem Dschungelcamp und bekommt auch kein Geld. Wurde auch aus dem Hotel rausgeworfen, was die eigentlich sonst bekommen, wenn die jetzt rausfliegen. Und muss auf eigene Kosten wieder zurückfliegen. Also hat volle Preisseite bekommen. Es ist vor allem deswegen echt auch witzig, wenn man sich mal zum Beispiel Afrika anschaut, wie hoch der Anteil an Wald da gerade ist, der ist ja prozentual gar nicht so hoch. Das da ist ja 30% RTL-Busch. Ja, nee, also, ne? Da ist ja auch sehr viel Wüste einfach. Also, so, ja. Eigentlich geht zurück in eine Wüste wäre akkurater als Busch, weil es halt. Ja, gut. Weißt du? Ja, aber es trifft ja vieles nicht zu. Ich wollte nur sagen, es ist ja dumm im Dumm sein. Das ist wie wenn die Deutschen irgendwie The Krauts genannt werden. Wir essen viel mehr Fleisch als Sauerkraut. Aber so detailliert ist Rassismus. Ich finde Sauerkraut geil, also. Ja, wäre nicht, aber ich glaube, dass Rassismus jetzt nicht unbedingt auf statistischen Erhebungen beruht, eher so auf Gefühlen. Das wissen viele gar nicht. Na gut. Und es gab viele, die gesagt haben, ja, so schlimm ist der Spruch doch gar nicht, was halt vor allem die weißen deutschen Zuschauer gesagt haben, so. Und da meinte aber die Betroffene irgendwie, ich höre halt sowas jeden Tag gefühlt, so auf der Straße, irgendwelche rassistischen Anfeindungen. Das sind eben auch solche Harmlosigkeiten, in großen Anführungsstrichen, ja, die im Eifer des Gefechts passieren, trotzdem rassistisch. Und da gehört es sich einfach, dass man die Person auch dann bestraft dafür. Na gut. Das war ein Riesending irgendwie auf Facebook. Ja, ein anderes Riesending die letzten Wochen war ja dieses Russland-Ukraine-Ding, aber das ist ja jetzt gelöst. Hast du mitbekommen? Deutschland hat das jetzt fachmännisch gelöst, fachpersönlich. Die haben so ein paar Hakenkreuzhelme hingeschickt in die Ukraine so und jetzt geht's allen besser. Richtig, ein paar Fahrradhelme rübergeschickt, genau. 5000 an der Zahl und jetzt ist quasi die Krise gelöst. Krieg beendet. Und so Putin, wurde der Kuba-Krise wurde damals auch so gelöst. Putin hat sich totgelacht, als er die Helme gesehen hat und jetzt ist halt alles in Ordnung. Ja, das an dieser Stelle nur mal kurz erwähnt. Der Bürgermeister von Kiew hat sich auf jeden Fall ein bisschen darüber aufgeregt und gesagt, das ist ein Witz und auch als nächstes Kissen geschickt werden. Guter Mann. Sehr guter Mann. Ja. Es gab noch einen Todesfall zu beklagen. Jemanden, den ich eigentlich bisher immer geschätzt habe und zwar... Dann ist der gestorben. Pff, also so ein Schwächling kann ich nicht mehr zu aufsehen. Und zwar der großartige Meat Loaf, der Sänger der 80er Jahre. Ja, das ist aber auch schon letzte Woche gewesen. Das habe ich schon mit Herodes erwähnt. Aber sprich dich aus. Es war so zur Grenze, für mich zumindest. Der kriegt in meiner Folge Ich hasse mein Leben LP auch sein Fett weg. Weil er dick war. Ja, also er war ein großartiger Sänger, aber leider auch ein Impfgegner. Und seitdem ich das weiß, bin ich kein Fan mehr von dem. Und hat auch in großartigen Produktionen mitgespielt wie... Fight Club. Nein. Echt? Weiß ich gar nicht. Ich meine gerade dieses... Überleitung. Let's do a time warp again. Ach so. Rocky Horror Picture Show hat er mitgespielt, genau.
Und ja, es bin ich enttäuscht. Und noch ein anderer, in Extremo, der ehemalige... Die ganze Band. Nicht ganz, aber schade. So ein Zwanzigstel gefühlt. Der war irgendwie 20 Jahre Dudelsackspieler bei In Extremo. Der ist, ich wüsste da einen, der da jetzt einspringen kann. Ich auch. Sogar zwei würde ich da kennen. Die haben ihn rausgeworfen oder es gab Gerüchte, es war einvernehmlich letztes Jahr aus persönlichen Gründen und dass man sich nicht mehr einig war irgendwie. Und jetzt kam ja raus, dass auf einer Corona-Demo ein Demonstrant durch eine Polizeisperrung irgendwie durchgebrochen ist, durch eine Polizeimauer. Er wurde dann festgehalten. Hatte der zufällig ein Baby als Rambock dabei? Ich glaube nicht, er nicht, nee. Hat er zu Hause vergessen. Ja. Wurde die Personalien aufgenommen, dann ist er zu seinem Auto gelaufen, ist da zusammengebrochen und gestorben. Das war ein Fall, der relativ medial aufgegriffen worden ist, sehr groß. Und das war eben dieser ehemalige In-Extremo-Dudelsack-Spieler, der da gestorben ist. Und er war offenbar ein Corona- oder ein Impfgegner und Corona-Leugner. Und das macht es für viele kaputt. Auch in meiner linken Bubble hatten einige in ihrer Story, ja, Rest in Peace, Dingsbums, weiß nicht, wie er heißt. Und da habe ich dann Artikel geschickt, hier, er ist nicht gerade ruhmreich gestorben. Dann haben die Stories wieder rausgenommen. Oh, toll, weißt du. This is why we can't have nice things. Ja, doch. Also, da kommt der Tino daher. Naja, ich muss sagen, ich würde sie auch wissen, weil wenn ich irgendwie schreibe Rest in Peace. Tino, ich sehe schon. Also, was diese Woche auch passiert ist, ist, dass mein Opa gestorben ist. Ist okay, der hat 10 Jahre gelitten, ist Erlösung. Aber okay. Ich sehe schon, wie ich auf der Beerdigung dann sitze und du dann daherkommst. Moment, aber der hat damals. Der damals, als ich genießt habe, nicht Gesundheit gesagt. Ja. Und er ist jetzt unten durch. Ja. Cancel. Ach so, na gut, ich gehe. Also das war Rest in Peace an deinem Opa und Beileid und so. Aber ich finde schon, dass man irgendwie es zumindest kommentieren muss. Also auch in Extremo haben dann diese Anzeige unkommentiert geschalten. Ja, Rest in Peace, alter Freund und so, lange Jahre ist uns begleitet. Und da hat mir so ein bisschen diese kritische Stimme gefehlt. Man kann auch sagen, ja, aber Tote soll man nichts Böses sagen und so und auch Respekt vor der Familie. Aber ich will jetzt niemanden glorifizieren, der halt so einen Scheiß gemacht hat. Deswegen habe ich auch kein Meet Love Rest in Peace Posting gemacht, obwohl ich es gemacht hätte, wäre er kein Impfgegner gewesen. Oh. Ist meine Ansicht, ist vielleicht auch nicht richtig und vielleicht auch verschroben, aber so bin ich halt so. Ja, besonders verschroben ist China. Ja. Du hast nämlich gerade Fight Club angesprochen, beziehungsweise ich habe dir die mentale Stütze dazu gegeben. Ja. Das war ein großes Ding diese Woche. Also das ist kein Novum, dass China Filme verändert, aber auf der Streaming-Plattform von Tencent, Fick Tencent, da gibt es Fight Club zu sehen mit einem komplett anderen Ende. Hast du Fight Club geschaut? Nein. So, Fight Club ist halt eigentlich harte Kapitalismuskritik so und ja, man möchte nicht sagen, am Ende gewinnen die Bösen, ja, aber aus Sicht von China würden in Fight Club am Ende die Bösen gewinnen. Mhm. Halt die Terroristen, möchte man fast sagen, die, aber eher so die Revoluzzer, sag ich mal. Und stattdessen gibt es halt nicht das explosionsartige Ende von Fight Club, sondern eine Texttafel, auf der dann nur steht, es ist verhindert worden, die Bomben sind nicht explodiert worden, es gab ein Gerichtsverfahren, der Hauptprotagonist musste in die Psychiatrie, wurde 2012 entlassen. So, also das quasi innerhalb dieses Endes haben dann die Autoritäten gewonnen und nicht die Rebellen, sage ich mal. Mhm. Und also Fight Club ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme und das ist einfach ein... Das ist einfach, also ich wettere ja genug hier gegen China, mindestens seit dieser ganzen Hongkong-Sache vor 2 Jahren. Aber dass ich halt auch, also das ist ja jetzt nicht von Hollywood ausgegangen, aber das ist ja auch so gang und gäbe, dass sich Hollywood da so einfach bückt und von China richtig vergewaltigen lässt. So bitte, ja, nimm unseren Film an, damit wir da Umsatz machen können bei dir auf dem Markt. Und dafür halt absolut Werte halt einfach hinten anstellt. Aber es gibt ja auch das homosexuelle Szenen so, damit du das jetzt auch mal ein bisschen nachvollziehen kannst. Das kenne ich von Brokeback Mountain und so. Dass sie rausgenommen werden. Da macht die Filme gar keinen Sinn mehr. Ja, und das ist halt einfach Dreck. So. Ja. Und warum? Wegen Geld. So. Aber ist das neu mit Fight Club? Das ist jetzt neu, weil Fight Club halt neu auf dieser Tencent Streaming Plattform ist. Heftig. Ja. Einfach nur super geil. Und Zensur. Ja. Andere Sache, eine Sache, die ganz neu ist, ist eine neue Omikron-Variante, dass wir das auch mal ansprechen. Ach, noch ein Subtyp. Omikron 2.0, here we go, Electric Boogaloo, mal gucken, was das wird. Und es ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt irgendwie Moinsen,
Ob das schlimmer ist oder ansteckender, gibt es Ergebnisse erst so in 3 Wochen. Aber es ist jetzt schon langsam, auch in Dänemark zum Beispiel, die anschwellende Variante, sag ich mal, die bald dominierende. Ja, man glaubt ja, dass so langsam die Endemie anbricht, so dass das Omikron halt dafür sorgen wird, dass zwar die Infektionszahlen nach oben schießen, aber halt die Hospitalisierungsrate nach unten geht und dass man dann langsam in so einen Zustand kommt von wegen, okay, es ist jetzt grippeartig, grippeähnlich, ja. Ich meine, die Grippe war ja auch früher in der Pandemie und so weiter, wurde dann immer harmloser und so sieht es vielleicht und hoffentlich auch bald mit Corona aus. Also auch Trost hat gesagt, Ende des Jahres kann es sein, dass die Pandemie vorbei ist oder zumindest, dass wir mitten im Ende stehen. Oh fuck, Alter, ich habe auch zu Trosten so einen Spruch in meinem neuen Video drin. Also ich bin sehr gespannt. Also das ist einen kritischen? Ja, nein, nicht, der ist nicht Trosten kritisch. Der ist nur, das ist so ein Ding, weißt du? Okay. Aber der ist nicht Trosten kritisch. Also an sich, wenn man es richtig versteht. Es ist schon, ich bin so gespannt. Man darf sehr gespannt sein. Gibt's noch was zu dem Thema Omikron? Ach nee, Corona haben wir genug durch. Reicht auch, das ne? ist, nee, ich habe hier noch was zu Spotify. Spotify hat ja ganz groß den Podcast, ich glaube der einzige Podcast, der ansatzweise an unsere Reichweite kommt, der von Joe Rogan. Ja. Haben die ja groß gekauft für, was weiß ich, wie viele Milliarden. Und der hat jetzt auch so einen, wo wir gerade von Corona sprechen, so einen Corona-kritischen Doktor Hals-Maul da, keine Ahnung. Und ist auch sonst halt eher, ja, nicht Leugner, aber der hat schon Misinformation, sage ich mal, gespreadet, so, dass, ich glaube, Kinder nicht geimpft werden sollten oder so. Es gab eine Reihe davon. Und jetzt hat er halt noch diesen Typen in seiner Show gehabt und daraufhin gab es Reaktionen von Joni Mitchell und Neil Young, die haben nämlich ihre Mucke von Spotify genommen. Und da ist jetzt so die Vermutung, dass das vielleicht ein bisschen eine Welle schlägt und das mehrere Leute machen. Mhm. Ja, und das sind schon nicht viel, nicht wenige. Also Joni Mitchell hatte wöchentliche Hörer von 3 Millionen. Das ist schon nicht ohne. Und da gucken wir mal, ob das... Wenn du dann aufwiegst, wenn dann irgendwie Neil Young und so weiter austreten, die haben ja sicherlich auch mindestens 3 Millionen Hörer so im Schnitt für ihre Songs. Dass dann die irgendwann sagen müssen, Spotify, okay, auch wirtschaftlich lohnt es jetzt nicht mehr, diesen fragwürdigen Podcast da auszustrahlen. Ja. Ja, ich finde auch Spotify durchaus kritikwürdig. Wir laufen uns bei Spotify, aber ich glaube nicht, dass... Also ja, aber ich finde tatsächlich, Podcast war das Einzige, was ich jemals bei Spotify gehört habe, ganz einfach, weil ich da keine Werbung hatte. Also es ging mir so auf den Sack, 3 Lieder zu hören und dann Werbung. Und dann, aber ich mit meiner Mentalität, wenn mir dann gesagt wird, ja, kauf doch Spotify Premium. Nee, jetzt erst recht nicht. Wenn ihr das halt so penetrant andauernd, genau wie bei YouTube Music, die ganze Scheiße, Alter, sag's mir halt einmal im Jahr und so, dann überlege ich's mir. Aber nein, so nicht. Nee, bei mir ist andersrum. Also wenn ich YouTube gucke und ich habe wieder 3 Werbeblöcke von einem kurzen Video, denke ich manchmal ganz kurz drüber nach, kaufe ich es endlich, damit Ruhe ist. Oder tue ich es nicht, weil ich kriege keinen Adblocker auf meinen Fernseher. Da ist auch so eine komische App drauf. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es ist schwierig. Ja, und bei Spotify, ich finde es fragwürdig, dass sie halt so ein Monopol aufgebaut haben und dass halt die ganzen anderen Streaming-Anbieter so ein bisschen untergehen, die aber mehr bezahlen, die Kleinen. So als Künstler findet man es schwierig. Aber als Hörer ist es halt sehr praktisch, ja, dass man irgendwie alles auf einer Plattform verbunden hat und man auch nicht so viel Geld ausgeben muss. Aber auch schon die Tatsache, dass Spotify irgendwie investiert hat in irgendwelche Waffen und Waffenexporte und so weiter, das ist ja auch nochmal so ein schwerer Punkt, deswegen auch viele gesagt haben, sie wollen da nicht mehr sein. Deswegen ist Spotify... Das finden wir als Deutsche besonders schlecht. Waffenexporte würden wir nie machen. Natürlich nicht. Wir sind ja nicht die SPD. Ja, dann habe ich noch eine letzte Sache, weil die Zeit ist schon wieder... Uiuiui. Ist fortgeschritten, ja. Ja. Ich habe noch eine letzte Sache aus der Rubrik Das gab es? Fragezeichen. Und zwar wurde jetzt etwas verboten in England. Im Vereinigten Kingdom. Was könnte es sein? Es ist etwas, wo ich dachte, what? Jetzt wurde was gesehen. Nee, es wurde etwas verboten, was bis jetzt erlaubt war. Englisch sprechen. Genau. Tee trinken. Pommes essen und nee. Fisch in Kombination, muss es immer getrennt sein. Es ist das Reparieren des Jungfernhäutchens und das Testen, ob es da ist. Das ist irgendwie eigenartig. Ich überlege gerade, warum es schlecht ist, das zu machen. Also ich weiß von Leuten, oder ich habe
schon mal eine Frau kennengelernt, die das hat machen wollen, ihr Jungfrauenhäutchen wieder dran machen. Und sie sagte, ich fand es albern, aber sie meinte, sie will nochmal Jungfrau sein. Also ja, das ist ja Bullshit. Nochmal entjungfert werden. Das ist so. Ja Bullshit. Ihr war bewusst. Schon 3 Milliarden Schwänze drin gehabt, ich mach da kurz eine kleine so eine Zellstofftaschentuch wieder hin. Ja, ich bin. Das war ihr bewusst, aber sie meinte, so dieses Gefühl irgendwie zu haben, weil bei ihr war es wohl nicht so, dass sie beim ersten Mal geblutet hat. So, ich dachte, sei doch froh, aber sie meinte, irgendwie fehlt ihr dieses Gefühl, so das gehabt zu haben. Ich habe es nicht nachvollziehen können, ja. Mhm. Aber das gibt's offensichtlich. Und ich habe dann gesagt, hier, A Punkt, mach das doch. Ihr Vorname mit A. Adolf. Mach doch. Ja, es war Adolf Hitler, dankeschön. Jetzt ist es raus, sorry. Und hab gesagt, mach einfach, juckt mich nicht. Aber was spricht denn dagegen, das zu tun? Und also ich kann prüfen, dass es da ist. Ich kann mir vorstellen, dass das halt wieder so ein Ding ist für, erstens, guck mal, die Frau ist mehr wert, wenn sie noch Jungfrau ist, diese Richtung. Ja. Zweitens, ich will jetzt gar nicht das religiöse Fass aufmachen, aber halt so dieses, sie muss Jungfrau sein um irgendwas, keine Ahnung, weißt du. Und ich glaube, dass in dem, dass das halt viele aus diesem Grund einfach gemacht haben, um, ja. Ja, gut, der Gedanke, der ist vielleicht irgendwie nachvollziehbar, aber hätte es dann nicht gereicht zu verbieten, dass man es nachprüfen darf? So, dass man einfach nicht mehr gucken darf, vorher ist die noch Jungfrau. Wer macht denn das überhaupt? Also ja, irgendwelche Ärzte wahrscheinlich oder keine Ahnung. Hm. Ist jetzt auf jeden Fall verboten. Ich bin auch zu wenig in dem Thema gerade drin. Ich muss mich da ein bisschen belesen, um mir da eine Meinung zu bilden. Ich finde das mal komisch, dass man das verbietet, aber vielleicht hat es ja auch einen tieferen Sinn, den ich als Cis-Mann nicht nachvollziehen kann. Ja. Als nicht religiöser Cis-Mann. Gut, dann würde ich sagen, wir bewerten die Woche und dann lauschen wir mal, was Jules uns da vor die Tür geschissen hat. Ja, gerne. Ich habe noch eine kurze Meldung und zwar der Chef der Werteunion in der CDU, der heißt... Sowas gibt's? Das ist das nächste Thema. Sowas gibt's? Werte in der CDU? Es gibt Werte, die versuchen zumindest Werte zu finden, aber finden halt keine. Mhm. Max Otte, der hat sich, ihm wurde von der AfD angeboten, ihn aufzustellen für die Bundespräsidentenwahl. Oh, das war schon ein Skandal, ja. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Stimmt, ja, das habe ich mitbekommen. Und dann gab's auf jeden Fall einen großen Eklat. Dann sagt er, überlegt sich's, es wäre irgendwie schon eine Ehre. Und dann gab es einen riesigen Shitstorm und so und Drohung, ihn rauszuwerfen aus der Union, aus der Werteunion, aus der CDU und so weiter. Und dann meinte er, er macht's so, jetzt erst recht, so nach dem Motto, und lässt sich wohl jetzt von der AfD aufstellen. Jetzt gibt's einen Austrittsverfahren, wie heißt das? Dingsverfahren, also ausgeschlossen werden, so Ausschlussverfahren der CDU gegen ihn. Und sogar Hans-Georg Maaßen ist das zu viel. Uff. Auch er meinte, er muss sich mehr zu Rechten abgrenzen. Wenn Maaßen das sagt, wenn Hitler Stellvertreter höchstpersönlich sagt, das ist ihm zu Recht, dann ist es schon krass. Schwierig. Sehr krass. Das noch als kurze Meldung, dass die AfD wohl einen Bundespräsidenten aufstellen möchte. Aber das sagt ja auch nur, der will sich nur klar abgrenzen, damit die ganzen AfD-Wähler potenziell vielleicht doch bei der CDU bleiben oder halt nicht noch mehr CDU-Wähler zur AfD abwandern. Weil wir sind ja, weißt du, wenn das so ein fließender Übergang wäre, dann wäre das schlecht. Die werden eh nicht gewinnen, ja. Ich glaube, das Steinmeier wird eh von, glaube ich, von 3 Parteien sogar gestützt. Also der wird auf jeden Fall gewinnen, Steinmeier. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn das nicht so wäre. Ich habe so ein komisches Video gesehen, wo die sich so austauschen über irgendwelche Apps auf dem Telefon. Da war doch irgendwie so ein Event, dass der irgendwie Paul Ziemerk und Maaßen, nee, nicht Maaßen. Nicht Maaßen. Wie heißt er denn? Merz, verdammt. Mhm. Dass die sich so ein Handy irgendwie, ein altes Handy hin und her geduckelt haben und da waren noch Apps drauf oder irgend so ein Scheiß. Wen interessiert CDU? Know. Das sind unrelevante Influencer mittlerweile, also fuck it. Ich gebe der Woche eine hohe Zahl. Ich bin noch nicht ganz klar drüber, aber also eine 8 wahrscheinlich schon mindestens, weil es war auch viel dabei, was ich einfach als Thema geil fand. Ja, 8 geht. Sexy M&Ms. Ja, gehe ich voll mit. Ja. Auch der Amoklauf in Heidelberg, der für dich nicht so schlimm gewesen ist. Aber das war eher so eine Amok-Wanderung. Ja, genau. Amok-Spaziergang quasi. Ja. Ja. Nee, es ist scheiße, wenn Menschen sterben. Und es starben halt auch prominente Menschen so, die Corona geleugnet haben. Es gab auch noch mehr. Bei Prominenten ist es auch noch viel schlimmer, wenn die sterben, ne? Es ist eine Meldung mehr wert vielleicht. Na gut. Gerade wenn die in der Öffentlichkeit standen und Impfgegner waren, dann an Corona sterben. Übrigens auch Meat Loaf ist an Corona gestorben, noch als Zusatz. Ach so. Ja, habe ich ganz vergessen. Der hat Impfgegner und ist an Corona gestorben. Das noch oben drauf. Also das sagt man zumindest, ist noch nicht endgültig raus. Curb your enthusiasm.
Ja, das war so, also ich finde Nacht ist voll okay. Wie ich da schon wieder dieses Wrestling-Zeichen Jetzt kann sehe. ich noch ganz kurz als Trivia anmerken. Und zwar gibt es Ja. ja einen deutschen Wrestler bei WWE, der heißt eigentlich. Und jetzt heißt er Helmut, ist okay, das hatten wir letzte Echt, war das schon? Woche. Herr Rotes hat das für dich ins. Ach, nice, sehr gut. Ich dachte, er hat es nicht gemacht. Nee, anders. Also, er ist Walter eigentlich. Und ist auch so berühmt geworden. Jetzt ist er zur WWE gekommen, ins Ja. Hauptroster. Das heißt jetzt Gunther. Ja, ich weiß. Eigentlich Gunther Stark. Aber Gunther Stark Ja, war ja jetzt heißt er nur noch Nationalsozialist. Gunther, Gunther. ja. Also, und keiner rafft es. Und keiner Oh. versteht's. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall die Meldung der Woche. Gehen wir doch auf Ja. 10 hoch. Ja, mindestens. Auf Nee, 88. 8, 8 finde ich gut. Auf 8 ist 8 finde ich super. gut. Das ist die wildeste Woche bis jetzt gewesen. Die wildeste Woche des Jahres. Ja, mal gucken, was noch kommt. Ja. Wir warten ja immer noch sehnsüchtig auf den Anfang des Dritten Weltkriegs. Das ist ja alles Ja. nur heiße Luft da drüben gerade hier. Aber wir haben ja jetzt Helme. Es ist ja gelöst. Okay. Wir haben hier von Jules vorliegen. Nun war es endlich soweit. Roman saß neben Tino auf dem Sofa und bereitete alles vor, um den Brennpunkt aufzunehmen. Jedoch war heute etwas anders als sonst. Er merkte, wie sein Herz schneller schlug und sich sein Magen zusammenzog. Warum bin ich denn jetzt so aufgeregt? Lag es an den Gedanken, die ich gestern Nacht hatte? Ich glaube tatsächlich, hatten wir schon, oder? Echt? Nee, ich Er glaube schaute nicht. Tino an und hielt inne. Tino legte ihm eine Hand auf sein Bein und schaute ihm in die Augen. Robin, darf ich was ausprobieren? Was hatte er denn jetzt vor? Sein Herzschlag wurde noch schneller und er schaute seinen Freund fragend an. Ja, was denn? Absatz, antwortete Robin, komisch. Im nächsten Moment nahm Tino Robins Hand. Diese leichte Berührung brachte Robin fast zum Durchdrehen. Seine Gedanken überschlugen sich und er wollte nichts anderes als Tino zu küssen, seine Lippen zu spüren und sich auf ihn Zu scheißen. und auf ihn zu scheißen? Was? Kann das sein, dass die Assis das bearbeitet haben? Weil das habe ich ja von Solfang bekommen. Moment, seine Haut kribbelte. Er hatte seinen Blick immer noch nicht von Tino gelöst. Konnte er sehen, was ich denke? Langsam bewegte Tino seine andere Hand, welche auf Robins Bein lag. Ihm entglitt ein leises Keuchen. Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Wollte er das gleiche wie ich? Was machst du da? Fragte Robin. Doch anstatt eine Antwort zu bekommen, sah er nur Tinos trauriges Gesicht. Das kann doch nicht sein. Fühlt er das gleiche wie ich? Robin beugte sich augenblicklich nach vorne und küsste Tino. Oh. Durch seinen Schwung fiel Tini rückwärts auf das Sofa. Warum Tini? Doch das kümmerte Robin nicht. Es fühlt sich so gut an, dachte Robin, und zu seiner Überraschung öffnete Tino den Mund. Er schob langsam seine Zunge in diesen. Nun kann ich mich nicht mehr beherrschen. Auf einmal die Perspektive gewechselt, oder? Egal. Wo war ich? Hier, Robin. Robin nahm seine Hände und legte sie auf Tinos Schultern. Er wanderte weiter nach unten, bis er an Tinos Hose ankam. Er merkte, wie sich in der Hose etwas Hartes bewegt und wich augenblicklich zurück. Tino, was soll das werden? Tino schaute ihn nur an und wurde noch roter. Ich habe nur gefragt. Also, ich wollte ausprobieren, ob du auch. Diese Antwort reichte Robin. Komm mit, sagte Robin zu Tino und zog ihn unsanft von dem Sofa hoch. Er führte Tino in sein Zimmer und schmiss ihn auf sein Bett. Also du wolltest was ausprobieren, sagte Robin. Tino lag völlig verwundert auf Robins Bett. Oh Gott, Das ist ja voll spannend. da endet dieser kleine Exkurs. Das ist voll spannend, weil wir es nicht wissen. Auf ihn scheißen, war das Absicht? Also was soll es denn heißen, wenn es nicht Absicht Auf war? ihn schießen, Schießen? schmeißen. Schmeißen? Seine Lippen zu spüren und sich auf ihn zu schmeißen. Wahrscheinlich. Schmeißen, Ja. Schitte. Sich auf ihn zu scheißen. Warum ist Tino verwundert? Warum ist er nicht gehypt drauf und freut sich? Warum ist er verwundert? Wahrscheinlich, weil Roblox auf meinem PC an ist. Das kann sein. Ich denke auch. Gut, mit diesem Cliffhanger können wir euch hier in die Pause entlassen, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Das war ein Freudenfest sondergleichen. Ja. Ja. Dann freue ich mich heute Content und ja, spätestens morgen dann noch ein Video in Form von Ich hasse mein Leben. Geil. Nice, bis nächste Woche. Ja, danke, die Musik ist so laut, auch meine Ohren platzen tot auf. Das Geld muss auch.
auch langsam mal kommen, oder? Die Kohle von Spotify. Ja, auf jeden Fall. Das lohnt sich fast gar nicht mehr. Irgendwie nur pro Ausgabe wie 3 neue Follower, das finde ich ein bisschen... Das ist richtig dumm. Ich will mindestens 50% von Spotify. Ich mache echt erst Schluss, wenn ich Millionär bin. Ja. Also ich kriege mich nicht mehr hier jeden Tag her, um dann mit dir hier rumzurotzen. Ja. Das reicht mir auch mal. Mann, ey. Das sind alle Kloppe, die das hier hören. Hast du hier schon hier, ne? Bitcoin und so? Ich drehe mir mal kurz ein, warte.